Hey, hallo zusammen. Ich bin ja wieder da. Fit, boah, kann man so sagen. Ich war jetzt noch eine Woche daheim und habe mich noch mal ein bisschen ausgeruht. Aber morgen geht es dann wieder. Schaffe. Ja. ja, was gibt's Neues? Mal gucken, was fällt mir gerade ein? was ganz, ganz eine kleine Enttäuschung, und zwar Bill & Ted 3, da wo ich mich ja schon mega drüber freue, kommt nur ein Tag in die Kinos. Da denke ich mir, ist der wirklich so schlecht, ja? Dass die selber sagen, nee, bringen wir gleich auf Blu-ray, DVD und so raus, bringen halt einfach nur für die Fans mal für einen Tag in die Kinos, oder was ist da los? Ja, ist irgendwie komisch, ja? Ist kleine Enttäuschung, denn wenn der richtig gut wäre, würden sie ihn ja länger in die Kinos bringen. Ja. Dann für die einen oder anderen, die sich interessiert haben für ein paar Filme, wie meine Meinung ist, und zwar 47 Meters Down und Uncaged. Ja, habe ich mir angeschaut jetzt. Der erste, super, super spannend. Also, das ist ein richtiger High-Thriller. Mega, ja. Kann ich nur jedem empfehlen. Teil 2 fand ich auch noch gut. Ja, fand ich auch noch gut. Aber was da fehlt, ist einfach, es ist ja ein anderes Setting und, was aber auch gar nicht schlimm ist. Die Charaktere mag ich eigentlich auch. Aber was mir gefehlt hat, die Spannung. Es baut keine Spannung auf. Mir ist eigentlich alles scheißegal. Ach, da schwimmt ein Hai. Ja, lassen doch schwimmen, ja. Es kommt mir keine Spannung auf, und es kommt mir irgendwie so vor wie ein The Descent unter Wasser mit Haien. Ja, irgendwie kommt mir das so vor. Ja, muss man nicht gesehen haben, ja. Aber Teil 1, doch, den muss man. Dann Fury, Herz aus Stahl, habe ich mir angesehen, und ich war mega begeistert. Mega, ja. Also hätte ich echt nicht gedacht, dass der mich so vom Hocker reißt. Aber wer auf Kriegsfilme steht, muss den auf jeden Fall auch gesehen haben, obwohl ich auch viele negative Stimmen gehört habe. Was mir natürlich auch nicht so gefallen hat, war das Ende, ja. Es ist hell, und von der einen auf die andere Szene ist es stockfinster. Es ist stockfinster, ja. Es wird rumgeschossen mitten in der Schlacht, und es wird dunkel, und auf einmal ist es dunkel, ja, hell, dunkel. Kann nicht sein, kann irgendwie nicht sein. Das fand ich ein bisschen doof, ja. Ja, also das Ende war jetzt nicht so meins, ja. Aber trotzdem ein Mega-Film, hätte ich so nicht erwartet. Ja. Was gibt's noch Neues? Keine Ahnung. Ich werde jetzt aufs Pause-Knöpfchen drücke und mache mir mal ein paar Gedanken oder so. Ach, der Moviepicker, der hat in die fucking Freaks WhatsApp-Gruppe geschrieben, All Night Long Teil 1, 2 und 3 in einem Trilogie-Mediabook von Illusions kommt raus. Habe ich mich aber jetzt noch nicht schlau gemacht. Ja, also seht ihr mal, wann ich das aufnehme hier. kommt raus, und werde ich mich mal schlau machen. Und das interessiert mich auch schon, weil ich hab die Filme noch nicht gesehen. Ich hab keinen hier oder sowas. Deshalb, das interessiert mich. So, jetzt drücke mal aufs Pause-Knöpfchen, und dann, ja, bis gleich. So, ich komme gerade vom Einkaufen und muss jetzt schon mal sagen,
tut mir leid, es tut mir leid, dass ich auch dieses Mal keine Kommentare vorlese. Ja, aber vielen, vielen Dank für die Besserungswünsche. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr darüber gefreut und ja, mir geht's eigentlich schon besser, aber auf das ganze Kram, was ich hatte, kam jetzt noch was. Und zwar habe ich hier unter der Achsel so einen Riesenfleck, so eine Eiterblase. Ja, die hat sich nach dem Dings, nach dem ganzen Fieber und sowas, hat sich die gebildet und wurde immer größer und größer und größer und größer. Und heute ist das Ding aufgeplatzt. Frag nicht, das hat gestunken wie die Pest. Ja, war nicht schön. Ja, und es hat auch immer wehgetan. Also nur so ein bisschen den Arm zu heben, hat schon richtig wehgetan. Das hat gezogen. Mitten in der Nacht beim Drehen im Bett oder so immer wieder aufgewacht. Ja, jetzt geht's eigentlich. Immer ein bisschen verbinden, sauber halten. Jetzt schon, wird schon. Ja, kann auch sein, dass das Fieber daher kam, dass sich da schon was gebildet hat. Dass da was ins Gewebe gekommen ist oder. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Ja, war die ganze Woche lustlos. Ich habe einige Filme geguckt, habe ein bisschen gezockt, bin jetzt fast mit Jurassic World Evolution beim Stande, also beim Hauptspiel, bin ich jetzt fast bei 100%. Mir fehlen nur noch so ein paar Memos. Ja, und dann habe ich alle Trophäen. Ja, macht mir richtig Spaß. Und ein paar Filme geguckt, viel ältere Dinge mal wieder geschaut. Also nichts Weltbewegendes. Jo, dann es kommen ein paar neue Veröffentlichungen. Aber da bin ich echt gar nicht jetzt auf dem Laufenden. All Night Long 1, 2 und 3 in einem DVD-Mediabook. Das habe ich mir vorbestellt, weil ich die Filme schon immer mal gucken wollte. Ich weiß gar nicht, weil ich da irgendwie noch geschwätzt habe. Davor, ja. Anfang der Woche. Ja. Halloween kommt. Rob Zombies Halloween. Eine Büste von Halloween und alles, das interessiert mich alles gar nicht. Ja, ich bin kein Halloween-Fan. Ich habe sie alle mal geguckt, habe aber nur noch Erinnerung an die Rob Zombie-Teile und an den ans Original. Ja, ans Original habe ich auch noch Erinnerung. Den ganz, ganz neuen, den habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ja, aber ich will mir die irgendwann mal auf Blu-ray holen, in normale Emery und das reicht mir, da brauche ich keine Mediabooks oder sonst was. Dann ist ja noch ein Haufen anderes Zeug angekündigt worden. Ein paar Hardboxen, wo ich gesehen habe, über keine Ahnung. Ja, aber ich habe auch bei Amazon so viel vorbestellt, was so Schönes kommt, aber da habe ich auch gar keine Ahnung. Also wie ihr seht, ich habe überhaupt keine Ahnung, was demnächst überhaupt passiert. Was demnächst rauskommt oder sonst was. Ich sehe das auf Facebook immer. Also Facebook ist ja für mich eine Informationsquelle, Informationsseite. Ja. Da kriege ich alle Infos, die ich brauche und fertig. Ja. Das reicht eigentlich schon. Für was anderes habe ich Facebook eigentlich nicht. Deshalb, ich weiß eigentlich alles, was rauskommt, bloß ich weiß es nicht mehr. Also ich habe alles gesehen, was rauskommt, bloß ich weiß es nicht mehr. Also wird es auch für mich nicht so wichtig sein. Ab Montag, also für euch theoretisch ab morgen, bin ich wieder
arbeiten. Also ich hoffe, ja doch, ich bin auf jeden Fall wieder arbeiten und auch wieder komplett voll. Das bedeutet, ich werde auch wieder ein bisschen mehr an Videomaterial drehen, hier die Vlogs ein bisschen mehr pflegen, weil ich einfach merke, in der Zeit, wo ich arbeiten bin, kriege ich doch ein bisschen mehr mit. Der Kopf macht ein bisschen mehr, der ist nicht so in dieser Ruhephase. Da wird einiges mehr kommen. Ich werde dann auch ein bisschen mehr filmen und machen und tun. Auf jeden Fall. Und ja, werde dann wieder frisch zu euch kommen. Hier das mit der Achsel, da bin ich ja schon länger dran. Ich habe da öfter so ein bisschen was. Müsste aber eigentlich weggelasert werden. Bloß der Arzt hat gesagt, 6 bis 8 Wochen wäre ich dann zu Hause. Krankgeschrieben. Das kann ich mir nicht erlauben. Ja, 6 bis 8 Wochen, das ist, also sagen wir es mal so, 6 bis 8 Wochen, wenn alles gut verläuft. Ansonsten kann es auch bis zu 10 oder 12 Wochen werden. Das kann ich mir nicht erlauben. Ja, geht nicht. Ja. Na okay, wenn es wirklich lebensbedrohlich wäre oder irgendwie so, dann na klar, dann muss ich ja. Weil Gesundheit geht vor allem. Ja. Aber solange das noch so läuft, wenn das jetzt wieder so wird, noch 1-2 Mal dasselbe Spiel wie diesmal, dann muss ich. Dann muss ich, dann, ja. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin gleich zu Hause. Und dann kochen wir ein bisschen. Esse noch was. Und eine filmische Gucke. Ja. Was aber, keine Ahnung. Normalerweise gucke ich ja immer von meinem noch nicht gesehen Stapel oder ich habe ja einen extra Schrank dafür, für Filme, die ich noch nicht gesehen habe, kann ich eigentlich auch das nächste Mal. Nächste Mal irgendwie mal filmen, da ist jetzt gar nicht mehr so viel drin, ja, aber die letzte Woche jetzt habe ich nur Filme geguckt, eigentlich aus meinem normalen Regal, wo Filme drin sind, die ich schon gesehen habe. Ja, also alles, nichts Neues. Alles mal wieder ein paar ältere Sachen, wo ich schon lange mal wieder sehen wollte. Ja. So. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es freut mich richtig, wenn ihr hier auch mal meine Vlogs guckt. Das freut mich immer sehr und ja, also jetzt in der Ortschaft muss man sich ein bisschen mehr konzentrieren. Aber wir sind zu Hause und also danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke für die guten Besserungswünsche. Danke für alles. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, tschüss, macht's gut, euer Timo.